Willkommen wieder zurück bei Let's Play The Sims 4. Jo, hier ist wieder ein nächstes Teil. So, wir haben ja in der ersten Folge den Nexus Teller erstellt und nun braucht der Nexus Teller auch noch eine Wohnung. Ja, jetzt kommt die Frage: Nehme ich eine fertige Wohnung oder baue ich selber? Das Problem ist, wie ihr unten seht, ich habe nur 20.000 Simulons. Und das wird, glaube ich, ganz schön eng. Aber da oben sehe ich gerade Welten wählen. Nächster Tipp. Was gibt es noch für Tipps? Grundstücke. Mhm. Das war's mit den Tipps, wie es das mal aussieht. Oasis Springs. Also wie ich sehe, gibt es hier Willow Creek. Oasis Springs. Jetzt ist die Frage, wohin? Beine. Sind das zwei separate Städte? Ja. Aber das ist Wüste, ne? Und eine Wüste habe ich eigentlich nicht vor. Ich würde schon gerne auf Grönland bleiben. Grün gefällt mir besser. So. Ja, wie es aussieht, Leute, bleibt mir eigentlich bloß mit leeren Gehäuse das hier. Ein Bett, ein Bett, ein Bett. Ich würde mal einfach ganz schlecht sagen. Ich würde mich einfach für das Grün entscheiden. Ich weiß nicht warum, das andere ist, ich weiß nicht. Ach, das ist schon bewohnt. So läuft der Hase. Nö, dann nehme ich das grüne Haus jetzt hier. Option nicht möbliert, möbliert, Grundstück planieren. Nee, dann würde ich mir kein Haus, nee, dann würde ich mir gleich ein leeres kaufen. Ich kaufe es möbliert, dann habe ich nur noch ein verbleibendes Budget von 4035 Simulons. Das muss erstmal reichen. Aber wir suchen uns ja eh gleich einen Job. Also, Haus kaufen. Und das Abenteuer geht los. Nach diesem wunderschönen Ladebildschirm. Die Musik hört sich schon so aufregend an. Und da sind wir auch. What the... Achso. Ich wollte nämlich gerade sagen, was ist mit der Grafik los? Aber okay. So. Er schnappt sich schon mal ein Buch. Hausbegutachtung. Wir haben eine kleine süße Küche, einen süßen Fernseher auf dem Hocker, ein kleines Bädchen und ein kleines Schlafzimmer. Okay. Ah, da fahren jetzt sogar Autos. Gut. Wie sieht es denn hier in der Nachbarschaft aus? Ich muss ehrlich sagen, es sieht sehr, sehr bewohnt aus. Das sah doch vorhin noch gar nicht so extrem aus, oder täusche ich mich? Oder sind das einfach nur Häuser, die nicht bewohnbar sind? Also, sprich, da wohnt zwar so gesehen welche, aber man kommt da selber so gar nicht hin. Es ist komisch. So, was läuft hier? Achso, das sind die Aktionen. Telefon hat einen eigenen Button. Super. Spiel, Unterhaltung, Spiel spielen. Ach so. Der hat doch Handyspiele. Wie geil ist das denn? Das Buch legt mal wieder weg, Freundchen.
Du hast die Videospielfähigkeit erworben. Supergeil. Fängt ja schon mal gut an, der wird so ein Suchti wie ich. Nein. Ich wollte erstmal einen Job suchen. Job suchen. Dann ruf mal die AGE an und frag mal, was du arbeiten kannst. Weil Hartz-IV-Empfänger sollst du bitte nicht bleiben. So. Ach. Das sieht ja sehr schön gestaltet aus hier. Entertainer. Geheimagent. Technikguru. Live-Chat-Berater. Wie geil ist das denn? Maler. Verbrecher. 97 Stunde. Leckermaul. Astronaut. Nö, ins Weltall wollte ich nie geschossen werden. Technikguru interessiert mich. Also das finde ich interessant. Sportler als Wasserträger. Danke. Schriftstellerassistent. Geheimagent. Geheimagent kriegt weniger als... Naja, gut. Business. Poststellenkraft. Entertainer. Wisst ihr was, Leute? Ich bin der Technik-Guru. Na. Glücklich werden, falls weil fröhlich ist. Mach Nexus glücklich, indem du die Bedürfnisse kümmerst und ein gutes Gespräch mit anderen Sims führst. Okay. Werden wir gleich machen. Aber erstmal Outfit in den Joggen gehen. Nee. Ach, da unten ist auch noch was darüber gesehen. Hab einen Freund oder eine Freundin. Zu zwei Verabredungen gehen. Tagesaufgabe, Videospiele spielen. Ja, das ist doch top. Ich bin damit voll zufrieden, Videospiele zu spielen. Ideale Stimmung, konzentriert. Okay. Wie wir das noch hinkriegen, ich habe keine Ahnung. Ich muss es mir selber einfinden. Ich habe drei verfügbare Urlaubstage, wie ich hier sehe. Und ich muss erst in 2 Tage arbeiten. Ich hoffe, das Geld reicht bis dahin. Fähigkeiten. Videospiele. Du kannst... ja. Nächster Tipp. Negative Gefühle. Unwohl. Schmutzig, dann geh duschen. Ach, da sind wieder die Böse. Oh, der ist wirklich schmutzig. Du kleiner schmutziger Typ. Unwohl fühlen. Dein Sim fühlt sich aufgrund seiner Hygiene unwohl. Er stinkt. Ja, danke. Verrübe das Gefühl, um mehr darüber zu erfahren. Alle Gefühle haben unterschiedliche Auswirkungen auf deinen Sim. Ja, Dusche, super, interessiert mich voll. Bedürfnisse öffnen, habe ich schon herausgefunden. Was kann man hier besuchen? Charlotte Huberts, junge Erwachsene. Was ist das denn? Ach lol, sogar mit Angelständen in deinem Haus. Ist das nicht geil? Wollen wir sie mal kennenlernen? Lustig vorstellen, grob vorstellen. Lustig, ich bin noch ein Scherzvogel. Tu's mal schneller, bevor sie abhaut, Junge. Interessant ist das doch. Da springen ja die Fische und verschwinden in dem Tümpel. Oder in dem Tümpelfluss. Und das Wasser ist so schmutzig, man sieht selbst die Fische nicht mehr wieder rein ins Wasser springen. Aber man sieht den Boden. Na gut. Das war ja schon immer so bei Sims. Ich reg mich da auch überhaupt gar nicht drüber auf. Ich finde das voll okay. Und da gehen sogar Leute. Ist das nicht geil? Jetzt bin ich schon wieder unwohl. Schreckliche Dusche. Ja, eine billige Dusche. Ich
Ja. Wo baut man den überhaupt? Habe ich das vielleicht übersehen? Ach, da oben. Da oben ist der Button. Baugut lang. So. No, jetzt geht das wieder los. Ich habe es ehrlich gesagt schon befürchtet. Baumodus. Es mangelt an Dusche. Das ist bestimmt bei Badezimmer. Achso, ich bin in der falschen Kategorie. Oh, Mann, 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 Mann. Sanitär. Eine Dusche muss her. Erstmal die alte Dusche verkaufen. Achso, das ist abbrechen. Das verkaufen. Noch 220 Simlons gekriegt. Dann nehmen wir mal... welchen nehmen wir denn? Können wir uns alle leisten, aber... ich will es ja nicht gleich übertreiben. Ich nehme jetzt aber mal die... da habe ich gesehen, Farbe. Es gibt die nicht in Blau. Dann nehmen wir die. So. Junge, jetzt hast du eine vernünftige Dusche. Jetzt geht das Leben Karriere. Eine berufliche Tätigkeit ist der beste Weg für dein Sim. Die neu in der Nachbarschaft sind sich ein Einkommen zu sichern. Irgendwie muss die Rechnung ja bezahlt werden. Dann werde ich Hartz IV denn gar nicht so bezahlen. Krieg noch genug Post bekommen. Ich habe noch keine erhalten. Ja, ich sehe mein Geld. So, ich fühle mich aber noch unwohl wegen der Dusche. Ich habe sie kennengelernt. Und es geht gleich los im Gespräch. Unfug. Romantik. Fragen, ob sie im Single ist. Ich gehe hier gleich ran an der Veranda. Warum so lange über den heißen Brei reden? Direkt zur Sache. Nihiluf. Fenosa me bish. Niborf vom Bu. Habe ich jetzt was rausgefunden? Das ist so groß hier auf meinem Bild. Was ist das hier? Charlotte. Bemvoi? Zoibem. Tanoba. Dror. Lasarek. So, was ist hier jetzt? Lunkes, Yakana, Namiladu. Larkin Flover? Beziehungsstand, das Bekannte. Beziehungsstand. Oh, ey, Gott, ich weiß nicht, ob sie vergeben ist oder nicht. Habe ich das jetzt übersehen, oder? Sibuna Torbel Farbe. Ah, ich fühle mich richtig glücklich. Nimmst du mir mal... was war das? Branka Flanobo. Ja, das geht hier also ganz schön schnell hier. New Beam. Ifla. Strum. Strum, Strum. Mehr Auswahl gibt's hier noch. Flagge. Komm her, jetzt ein Kompliment machen. Du hast die Comedy-Fähigkeit erworben. Yes. Yikla O'Dree. Hello, Yam. Notza. Aflin Wadida. Nächstes hat folgendes Merkmal herausgefunden. Sie ist gut. Bep Noi Batoi. Happy Arm. Yabau Gnesha Webka. Damsi. Wagle. Jose Quizak. Yibs. Schlüpfrige Frage stellen. Das hört sich doch mal geil an. Dinnika. Grinne his Spallen. Brich ab hier. Nicht plaudern. Rebe Marble Zorf. Hol nicht ab, Baby. Komm, Baby, mach mir nie mehr so. Komm her! Ich gehe doch schon mal durch die Mauer für dich. Überhaut doch nicht ab. Bleib bei mir. Mon amour. Hau doch nicht ab! Angenehmes Gespräch. Well, Larkin. Ha ha ha, Mabish. Wumula, Wunne. Wubisi.
Simba. Gestehen sich ein bisschen früh jetzt schon sagen, ey, richtig geil, lass mich ran da. Also, Junge, übertreibt das nicht. Aber schon schön gemacht, so auch grafisch so Blümchen hier. Ich könnte natürlich grafisch noch ein bisschen höher schrauben, das stimmt allerdings. Aber ich wollte es nicht gleich übertreiben, nicht, dass das Spiel gleich hier übelst anfängt zu lecken und... Das tut ja nicht Not. Na, Stevie Flina. So, Junge, jetzt frag doch mal. Jetzt gehen wir aufs Ganze. Und wo wir abgewiesen? Jo. Das war beschämend. Ja, ich hab gewusst, dass das zu früh ist. Ich hab es gewusst. Jemanden anrufen? Nö. Bob's a name, Mabisa. Shivu Fweb. Fweb Falpum. Ah, jetzt ist sie wieder glücklich. Na, das ist doch schön. Fabusabe? Jetzt ist sie auch wieder glücklich. Das freut mich doch. Er spielt schon wieder. Nexus, du kleiner Sucht, die hör auf zu spielen. Und weg ist er. Ja. Guck mal, Nauschebahn. Cool. Was hab ich denn jetzt gemacht? Wo willst du denn hinreisen, Junge? Ach so. Wo reisen wir denn mal hin? Ich würde sagen, wir reisen erstmal in den Stadtpark. Ach, man kann sogar noch Sims einladen. Top gemacht, top gemacht. Was ich allerdings ein bisschen verwöhnt finde, ist, warum gibt es bei Sims 4 wieder Ladebildschirme? Haben sie bei Sims 3 so schön ausgegrenzt, dass alles in einer Welt ist. Wenn sie jetzt kommen, die irgendwann das hat geleckt. Leute, ich habe nicht den besten PC, ne? Aber bei mir hat das um Gottes Willen noch nicht einmal geleckt. Ich finde das sogar cool, dass hier steht, wo man sich auch befindet. Das ist... Oh, tell a Jim Wibsy. Die Bäume haben was. Ich finde die cool. Als Seeungeheuer spielen. Ich bin ein Seeungeheuer. Kann ich hier mitspielen? Ach, da ist ja wirklich noch ein Kind drauf. Das habe ich gar nicht gesehen. Ach, das ist ja, na, sonst wird es bestimmt ja auch nicht gehen. Aber so ein Ländernäukind. Komm mal runter, ich zeig dir mal einen Hasen. Ja, gut. Bevor das Video nachher noch gespielt wird wegen sexueller Anspielung oder so, ich gehe mal jetzt auf Toilette. Weil die Blase, ne, es drückt, glaube ich, schon langsam. Um was zu essen. So, wie sieht sie an Leuten aus? Huh, ich schwenke ja mal was rüber. Da sitzt eine Frau. Alle Kniesen. Daniel Schäfer. Malcolm Landgraf. Also, ich habe gedacht, Malcolm mitten dran. Und wer ist das hier? Liberty Lee. Ja. Gut, dann gehen wir mal aufs Bettchen. So, noch schön spülen. Und wir können aber nett sein für die Nachbarschaft. Und wir grillen. Hamburger, Veggie-Burger. Würstchen. Komm, Junge, wir machen Würstchen für 13 Simoleons. Oh, jetzt rennt er aber.
Du wirst ihn liegen noch nicht auf dem Grill, Junge. Kannst du Zeit lassen. Hat die Kochfähigkeit erworben. Ich glaube, wir gehen nochmal zur Bibliothek. Wegen Spielen und so. Da wird, in der Bibliothek wird es ja bestimmt 5 wieder geben. Vermute ich mal. Weil ich glaube, im Park werde ich hier keinen finden. Vielleicht kann ich hier einen angeln, an einem Teich oder so. Ich weiß es nicht. Was natürlich auch wieder cool wäre, wie wenn sie irgendwann mal wieder ein Sims-Game... Lockere Unterhaltung. Ah, ist das geil oder was? Er grillt und die unterhalten sich. Ist das Porno? Ist das... Das ist cool gemacht. Was hat er jetzt vor? Frisst er die jetzt alleine oder was? Nee, jetzt hat er es in den Inventar gesteckt oder was? Schnack eine Runde. Philbar! Ah, jetzt hat er sich ein Würstchen aus der Tasche genommen. Oh nein, Mann. Oh nee, ne? Der stellt sich jetzt hin und isst ein Würstchen. Kann ich die Würstchen? Ja, so. Wo sind die Würstchen? Habe ich die jetzt in den Eimer geworfen? Wo sind die Würstchen? Ach, jetzt machen wir Dreier Smalltalk. Mensch, Mensch, Mensch. Unangenehmes Gespräch. Ja. Das ist natürlich nicht so schön, unangenehmes Gespräch. Ich mag lieber positive Gespräche oder angenehme Gespräche. Ah, das Piratenschiff begeistert mich, also warum habe ich kein Kind genommen, aber dann müsste ich ja wieder Elternteil haben. Nee, so habe ich kein Wesen einständig denken und so. Brauche ich keine Eltern. Oh, der sitzt da so alleine. Komm, setz dich mal hin zu ihm. Was? Zusammensitzen? Na komm, dann setz jetzt zusammen. Dann Würstchen kannst du ruhig weiter essen. Wo hat er die Würstchen jetzt her? Ach, jetzt ist er sie auch noch weiter. Super. Ah, das ist eine... Ist das hier ein Community-Zusammenhalt oder was? Sie setzen sich alle am Tisch? Ist das... Ja, schmeiß den Teller weg. Ach, jetzt geht er in den Abfall. Ah, ist das geil oder was? Er macht erst den Teller leer und dann geht er den noch sauber machen. Das ist... Habe ich alles noch nicht gewusst. Ich habe es jetzt nur ein Zimmer erstellt, der nicht mal gut aussieht. Naja, der geht jetzt einigermaßen schon. Aber es, ich finde das Spiel geil. Also hätte ich nicht gedacht, dass so viel Neues bei ist. Das ist ein junger Erwachsener. Aber mit der, na, mit der habe ich mir glaube ich verscherzt. Mit der brauche ich gar nicht weiter. Aber hier mit Dings, mit Liberty, ne, Anmachspruch, na komm, wir gehen da mal gleich ran. Sie ist glücklich, dann machen wir sie jetzt mal richtig glücklich. Und jetzt haben wir uns bestimmt wieder voll angekackt. Ja, wir sind wieder schön beschämt. Dann lernen wir sie mal kennen. So, und ich verabschiede mich mal wieder. Ich mache hier auch P, wenn das geht. Ja, genau, ich mache hier an der Stelle Halt. Danke wieder fürs Zuschauen. Und wir werden beim nächsten Mal sehen, ob ich sie vielleicht doch noch ins Romantische locken kann. Bis dahin.